Wir befinden uns immer noch im Jahr der Industriekultur. Mit Patente und Erfindungen, Klaviere des 18. und 19. Jahrhunderts, präsentiert das Robert-Schumann-Haus Zwickau eine überaus interessante Sonderausstellung im Zusammenhang mit Boom, 500 Jahre Industriekultur. Wir haben uns vorab schon einmal für Sie umgeschaut. Der Zufall wollte es, während unseres Eintreffens am gestrigen Tage wurden gerade die ersten Ausstellungsstücke aufgebaut und der Leiter des Schumann-Hauses griff für uns schon mal in die Tasten. Synowzig freut sich auf die Sonderschau mit Aha-Effekt. Genau, die hat den Titel Patente und Erfindungen. Also auch wir gucken mal wieder hier, was gibt es denn für Technikbeziehungen. Und jetzt geht es um Klavierbau. Das war nämlich in Sachsen hier auch gerade ein ganz wichtiger, neuer, aufkeimender Industriezweig im 19. Jahrhundert. Die Anfänge liegen schon im 18. Jahrhundert. Wir haben hier auch zwei Instrumente des 18. Jahrhunderts von sächsischen Bauern. Das eine, Gottfried Silbermann, natürlich ein ganz berühmter Name im Orgelbau, aber der hat auch war ganz berühmt für Klavichordbau. Das sind die Vorläufer des Klaviers, da kann man schon laut und leise drauf spielen. Das ist ein ganz leises Instrument und es gibt nur ein einziges Instrument auf der Welt erhalten, was man zumindest Silbermann als Klavichord zuschreiben kann. Das steht heute in Markneukirchen, ist aber nicht spielbar. Wir können hier im Robert-Schumann-Haus Zwickau einen Nachbau präsentieren und der ist dann spielbar und so ist dann auch vorzuführen, wie klangen diese Klavichorde, die Silbermann als erster erfunden hat. Dann entwickelte sich daraus ja das Hammerklavier. Da haben wir ein ganz frühes Exemplar, ein Tafelklavier von einem Leipziger Klavierbauer namens Garner. Der ist dann nach London ausgewandert, wurde da ganz berühmt und das ist so von 1790. Also das sind die Anfänge. Naja, und dann geht es hier ganz spezifisch natürlich um Clara Schumann. Die war Pianistin, die hat von 1828 bis 1891 ganz viele Konzerte gegeben und die ganze Entwicklung durchgemacht, die die Klaviere in der Zeit genommen haben. Das waren wirklich Revolutionen im Klavierbau, dann auch die Industrialisierung. Es wurden dann, bis dahin waren es einzelne Handwerker, die ein Klavier bauten und jetzt wurden es große Industriefabriken, die mit Maschinen dann die Klaviere herstellten. Und es kamen immer wieder neue Erfindungen und Clara Schumann musste sich immer wieder umstellen, weil es ganz neue Mechaniktypen waren. Und das kann man hier in der Ausstellung verfolgen. Bis hin zu Schlusspunkt, das ist dann sogar schon, ja, 10 Jahre nach Clara Schumanns Tod, wobei das Patent kommt sogar noch aus dem 19. Jahrhundert, die ersten Patente in der Richtung. Da hat in Leipzig, wir bleiben in Sachsen, die Firma Hupfeld ein Patent angemeldet auf selbstspielende Klaviere. Und zwar wurden die mit solchen Lochstreifenrollen betrieben und dann wurde es ab 1906, also wirklich 10 Jahre nach Clara Schumanns Tod, sogar möglich, dass Pianisten auf einem Aufnahmeflügel diese Lochstreifenrollen einspielten und man sich die dann ins Wohnzimmer oder jetzt hier ins Robert-Schumann-Haus holen konnte, um die wieder abzuspielen. Das wird dann auch während der Ausstellung hier regelmäßig der Fall sein. Also Besucher können Künstler aus Clara Schumanns Zeit, also der Älteste, der noch solche Rollenaufnahmen gemacht hat, ist Karl Reinecke, 35 Jahre lang Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Der war nur 4 Jahre jünger als Clara und hat eben noch diese Lochstreifenrollen hinterlassen. Und so können wir hören, wie hat er Klavier gespielt. Und das Klavier spielt dann von selbst und man kann sich vorstellen, Reinecke sitzt daran und spielt. Und was man hört, ist Karl Reinecke, aber es ist auf einem Flügel, auf diesem jetzt auch schon 100 Jahre alten Flügel. Das Robert-Schumann-Haus nimmt natürlich auch an der Museumsnacht teil. Es ist geöffnet und hier wird es auch Vorführungen geben. Genau, das ist dann sozusagen die Eröffnung der Ausstellung. Nur mit Voranmeldung in diesem Jahr wegen Corona bei uns. Geht aber auch telefonisch noch am Tag selbst. Und es gibt zu jeder Stunde, Viertel nach, Musik. Und zwar dann auch mit dem Theater Plauen-Zwickau. Aber um 18.15 Uhr. Und dann die 3 späten Termine, die mache ich hier Vorführungen auf diesen Instrumenten
der Ausstellung. Wir haben insgesamt 16 Tasteninstrumente dann aus der Zeit Clara Schumanns bzw. noch früher im Hause, und da gibt es schon einiges zu sehen und zu hören. Die Ausstellung geht noch wie lange? Die geht bis zum Ende des Jahres, genau wie die Sächsische Landesausstellung zur Industriekultur. Was ja viele nicht wissen, neben dem Vogtland ist natürlich auch Zwickau noch ein Standort der Produktion von Musikinstrumenten. Die BHZ spielt da eine entscheidende Rolle, ne? Ja, die Westsächsische Hochschule hat den deutschlandweit einzigen Studiengang Musikinstrumentenbau. Genau, und von daher ist also bis heute Musikinstrumentenbau hier in der Region einfach ein ganz wichtiges Thema. Geht es denn noch weiter mit der Entwicklung der Klaviere oder ist jetzt irgendwo Schluss? Naja, klar, es geht bis heute weiter. Also heute gibt es nicht mehr diese Lochstreifenrollen, aber heute gibt es die Bösendorfer Computerflügel. Da können auch Pianisten hergehen und auf diesem Bösendorfer Computerflügel was spielen, was man dann hinterher sich reproduzieren kann im Wohnzimmer. Ist es denn immer noch das Steinway und Blüthner, diese Flügel sind, die heute auch die Konzertpianisten am liebsten noch bespielen? Das ist heute so, dass schon Steinway, also mit dem Robert-Schumann-Wettbewerb, der ja nächstes Jahr nachgeholt wird, da müssen wir quasi Steinway-Instrumente bieten. Und das war aber zu Clara Schumanns Zeit ganz anders. Sie hat Steinway-Instrumente, die amerikanischen, überhaupt nicht gemocht. Sie hat dann in den letzten Jahren die Steinweg, Rotrian Steinweg aus Braunschweig, favorisiert. Das war ihre Vorliebe. Mit den amerikanischen konnte sie überhaupt nicht. Neben jeweils 30-minütigen Konzerten auf Instrumenten der Ausstellung am kommenden Samstag im Rahmen der Museumsnacht gibt es auch an weiteren Wochenenden im November und Dezember Begleitprogramme zur Sonderausstellung. Nähere Informationen gibt es unter den eingeblendeten Kontaktdaten.